Schon zum 88. Mal treffen Lok Leipzig und der BFC Dynamo im Traditionsduell aufeinander. Almedin Schieber zuletzt in Greifswald mit der ersten Niederlage. Heiner Backhaus mit dem BFC gar 3 Niederlagen in Folge. In der 3. Minute, da steht sie zum ersten Mal, die Berliner Mauer. Freistoß Lok Leipzig. Salewski wird ausführen. Vorbei an der Mauer, aber Hamrohl aufmerksam im BFC-Tor. Eine Minute später die erste offensive Aktion des BFC. Joey Breitfeld mal über die linke Seite und da ist der andere Keeper, Niklas Müller, mit seiner ersten Parade. Die 7. Minute, wieder Freistoß Leipzig. Sascha Pfeffer tritt, der Ball kommt zu Obern. Pfosten, Atjegan, Pfosten, doppeltes Aluminium für Lok Leipzig. Riesenmöglichkeit in der Anfangsphase. Obern, der Innenverteidiger, trifft zunächst den Pfosten. Atjegan ist dann ein bisschen überrascht und bringt den Ball nicht im Tor unter. Ja, aber Aluminium, das können die Berliner auch. Die 9. Minute, Siebeck. Und da rettet die Latte für Lok Leipzig. Alexander Siebeck, in Leipzig geboren, in der Jugend bei Lok gespielt, hier fast mit dem 1:0. Die 12. Minute, der agile Atjegan über den linken Flügel, macht es selbst vorbei am Tor von Hamrohl. Der Pass in die Mitte auf Ziane wäre da wahrscheinlich die bessere Option gewesen. Noch keine Viertelstunde vorbei im Bruno-Plache-Stadion, dann diese Aktion. Pfeffer gewinnt das Laufduell gegen Tilly Judis. Das Foulspiel noch vor dem Strafraum. Und der Schiedsrichter Matthias Lämpchen zückt glattrot gegen Leonidas Tilly Judis in seinem ersten Startelf-Einsatz für den BFC. Klares Foul, Notbremse. Tilly Judis reißt Pfeffer um. Die Aktion allerdings vor dem Strafraum, deswegen nur rot, wie schon im letzten Spiel gegen Jena. Der BFC also in Halbzeit 1 in Unterzahl. Aber die Chancen der Leipziger waren danach nicht mehr so klar wie vor der roten Karte. Pipliza wird dann noch gestört beim Schuss, deswegen kein Problem für Hamrohl im Tor. Sagt Paolo Pipliza. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Fufak war gekommen für den verletzten Zimmer. Da ist Fufak! Starke Aktion von Matthias Hamrohl. Der hält die 0 fest. Mit 0:0 ging es in die Pause. Und die Stimmung im Leipziger Fanblock, die wurde immer besser. Denn im zweiten Durchgang, da spielte fast nur noch Lok Leipzig. Meist mit dem agilen Pfeffer, dem Kapitän. Der legt sich den Ball mal von links auf rechts und Hamrohl ist da. Sehr sicherer Rückhalt Matthias Hamrohl, der Neuzugang aus Meuselwitz. Die 66. Minute, Luca Sirch kommt da völlig frei zum Schuss. Der Innenverteidiger, der sehr, sehr offensiv spielte. Und da muss er natürlich mehr draus machen, Luca Sirch. Weiter ging es mit Leipziger Chancen. Die 74. Minute, da ist wieder Pfeffer, geblockt. Blum wirft sich da in den Schuss. Atjegan, wieder Pfeffer und er kommt wieder nicht vorbei. Diesmal Siebeck und Blum im Verbund. Almedin Schieber schaute auf die Uhr. Es waren schon 88 Minuten vorbei. Pfeffer. Hamrohl ist da. Tolle Parade von Matthias Hamrohl. Sieht den Ball spät. Pfeffer ärgert sich natürlich. Dreimal hat er schon getroffen in dieser Spielzeit. Und hier macht er im Prinzip alles richtig. Aber Hamrohl kratzt den Ball da aus der Ecke. Das war es allerdings lange noch nicht. Die 93. Minute. Dombrova und Rea fast. Das Eigentor. Dombrova war eingewechselt worden und Rea konnte sich das Lachen nicht verkneifen, denn hier war er ganz, ganz dicht dran am Eigentor. Weiter ging's. Die Nachspielzeit. Beck war ausgewechselt worden und für ihn war Suljic gekommen. Neuzugang aus Schweinfurt. Armer Suljic bekommt den Ball hier von Polasch. Gewinnt das Laufduell gegen Heinke. Suljic in der Nachspielzeit. Vorbei am Tor von Niklas Müller. Er mag es kaum fassen. Amar Suljic, 22 U-Länderspieler, hat er bestritten für Bosnien-Herzegowina. Hier hat er den Sieg auf dem Fuß. Die 5. und letzte Minute der Nachspielzeit. Da ist Lukas Sirch und wieder Aluminium. Es war nicht zu glauben. Der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Von Fufak die Flanke, Lukas Sirch mit dem Kopfball an die Latte. Das Aluminium rettet den BFC. 0:0 der Endstand. Ja, wir bringen das Ding nicht über die Linie. Und da waren so viele Situationen, wo wir einfach nicht konsequent hingehen. Ja, du gehst hin, hast auch einen Abschluss. Und
Am Ende willst du unbedingt gewinnen, auf einmal haben die einen Konter. Ja? Das ist das Wahnsinn. Ich glaube, die einzige hochprozentige Chance in der, seit der, ab der roten Karte, was die gehabt haben. Die einfache Floskel, wenn du zu 10 spielst und jeder läuft 10% mehr, kompensierst du das. Und so war es dann in der zweiten Halbzeit. Und mit ein bisschen Glück können wir das Ding sogar gewinnen. Wie sehr sind Sie mitgegangen bei der letzten Chance? Ich glaube, ich bin klatschnass geschwitzt. Das sagt alles. Ein spektakuläres 0:0 im Bruno-Plache-Stadion, das für die Leipziger wie eine Niederlage daherkam, vom BFC dagegen wie ein Sieg gefeiert wurde.